DB 85857 Richtung Westen Container. Es ist 12.30 Uhr. Fahren Sie diesen Containerzug Richtung Westen bis Augsburg Hauptbahnhof. Es handelt sich um eine Lok der Baureihe 182 MRCE, 1091 Tonnen schwer, 31 Wagen im Zugverband und 459,6 Meter lang auf der Strecke. Beziehungsweise stehen wir hier in München-Leim auf dem Rangierbahnhof und sollen, wie gesagt, bis nach Augsburg fahren. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. So, werden unseren Zug natürlich erstmal aufrüsten, als da wären. Richtungswender nach vorne verlegen. Zuglichter einschalten. Das auf vorwärts. Das machen wir ein. Leselicht ist, glaube ich, nicht unbedingt erforderlich. Aber Führerstandsbeleuchtung, die möchte ich doch schon ganz gerne anhaben. So. Da müssen wir uns noch um die Spitzensignale kümmern. Neutral. Spitzensignale. So. Das dürfte es soweit gewesen sein. Natürlich müssen wir noch unsere Zugsicherungssysteme einschalten. Die AFB natürlich noch. Die befindet sich an einem anderen Ort, und zwar hier. AFB. So, das haben wir. AFB. Und natürlich noch unsere Zugsicherungssysteme, als da wären SIFA, PZB bzw. LZB. So. Dann würde ich sagen, sind wir soweit. 52 Kilometer bis Augsburg. Da fährt schon die erste S-Bahn ab. Wir können uns da kurz draußen umsehen, was wir für eine Lok haben. Ich habe mir heute mal eine ganz bestimmte ausgesucht. Achtung. Ja, von Hectorail. Finde ich wunderschön. Sieht richtig stylisch aus, finde ich. Doch, gefällt mir. Machen wir mal ein kleines Foto von. Und dann würde ich sagen, lösen wir die Bremsen. Und sehen, dass wir abfahren. Habe ich noch was vergessen? Bremsschlüssel zum Beispiel, das könnte natürlich gut sein. Nö. Aber die AFB sollte ich vielleicht mal. Dann tut sich auch was. Das wäre eine Idee, genau. Jetzt funktioniert es auch. So, dann geht's los, wie gesagt. Ein bisschen mehr aufschalten. Wir haben doch schon einiges an Gewicht hier hinten dran. Und zwar fahren wir heute einen Containerzug, wie ihr seht. Wunderschön, wunderschön.
So, steigen wir ein. In unserer Arbeitskabine. Auf dem Weg nach Augsburg. Jetzt haben wir mindestens ein bisschen Backup hier. Natürlich dürfen wir mit unserem Güterzug nicht schneller als 100 km/h fahren. Das heißt, wir dürfen gleich maximal auf 100 hochschalten, auch wenn da gleich 130 steht. Schließlich haben wir einen Güterzug dran, kein Schnellfahrzug. Und da fahren wir unsere 50 Kilometer bis Augsburg. Nach wie vor noch 40. Wunderschön, oder? Wunderschön. Wie wir durch die Weichen fahren, einfach nur traumhaft. Wunderschön einfach. So, das Perfume ist wieder ein gerades Stück anscheinend. Es geht schon wieder in die Kurve. Ah, traumhaft. So, jetzt können wir ein bisschen aufschalten. Auf 100. Im Höchstfall. Da ziehen sich die restlichen Wagen schon gerade, während es hier schon wieder in die nächste Kurve geht. Einfach nur traumhaft. Beziehungsweise, ich fahre hier durch die Weiche. Und beschleunigen tun wir eigentlich auch ganz gut, trotz des Gewichtes. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Also kommen hier relativ gut vom Fleck. So, jetzt geht es ein bisschen bergab, das hilft natürlich. Oder das heißt ein bisschen, 1% immerhin. Das ist schon ordentlich.
Wie gesagt, mehr als 100 Stundenkilometer dürfen wir mit einem Güterzug nicht fahren. In Ausnahmefällen 120, aber ich bin da jetzt leider nicht so fit, muss ich ehrlich sagen. Welche Ausnahmefälle das sind, deswegen bleibe ich einfach bei 100. Ich glaube, da mache ich nichts verkehrt. Oh ja, aber natürlich. Jetzt mal einen Fernzug entgegen auf dem Weg nach München Hauptbahnhof. Bin ja mal gespannt, ob das Wetter so bleibt, wie es ist, oder ob wir damit auch noch zu kämpfen haben. Noch sieht es ja gut aus, aber das kann sich natürlich schnell ändern, ihr wisst es. Im Übrigen noch etwas in eigener Sache, und zwar ich habe das Spiel The Last of Us ja, mir besorgt und es ist am Runterladen und ich werde einfach mal entscheiden, beziehungsweise mal einen kleinen Teil spielen und danach entscheiden, wie die Aufrufe sind, ob ich es weiter spiele, ob ich es weiter euch zeige oder nicht. Ich denke, das ist das Beste, was ich machen kann. Einfach nach Aufrufe entscheiden. FIFA. So, damit sind wir in der LZB. Das ist doch sehr, sehr schön. Was hat die denn so entschieden? Ja, 120, ne, wie gesagt, wir bleiben bei 100 Stundenkilometer. Bringt mich jetzt auch die LZB nicht weg von. So, fahren wir schön an einzelnen Stationen vorbei mit unserem Containerzug. Die S-Bahn fahren hier noch und nöcher. So wie es in München bzw. in Bayern auch sein soll. Und ich meine, dass es da hinten so langsam aber sicher diesig wird, sodass wir vielleicht doch noch mit Regen zu kämpfen haben werden. Oder gar schlimmeren, man weiß es nicht. So, jetzt geht's runter mit der Geschwindigkeit. Scheint nur noch 90.
Oh, Ende. Zugbeeinflussung. Ende, 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 Ende. Zugbeeinflussung. Das war ein kurzes Stück mit der LCB. Und es wird tatsächlich immer diesiger. Sind wir wieder PZB geführt. Ach, Scheiße. Da fährt er hin, unser Containerzug. Hier jede Menge Solarflächen. So, müssen wir die AFB mal wieder zurücksetzen, nochmal neu hochfahren, damit wir wieder Leistung bekommen. Und dann bin ich gespannt, wann der erste Regen kommt. Auch gespannt, welche Strecke wir nach Augsburg fahren. Wir werden ja wohl kaum die Schnellfahrstrecke fahren. Also ich denke mal, wir werden da fahren, wo der Nahverkehr auch fährt, auf der Seite. Aber das andere macht ja gar keinen Sinn. So, haben wir das auch erledigt. Dann sind es noch 33 Kilometer. Habt ihr das gesehen? Plötzlich ist das diesige weg. Wie so ein Lichtschalter. Bin ich ja jetzt mal gespannt, wie das weitergeht. Steht eine Kibichi am roten Signal. Mal schauen, ob die uns gleich überholen wird.
Das wäre natürlich noch ein Highlight. Scheint aber nicht so zu sein. So, da kommt auch ein Güterzug. Autotransporter. Sehr, sehr nice. Grüne Welle auf jeden Fall. Wer kann mir denn sagen, wo wir hier sind? Welche Station ist das hier? So, das mit dem Regen scheint sich dann doch erstmal wieder erübrigt zu haben, so wie ich das sehe, weil, wie gesagt, das Diesige hat sich ja wie so ein Lichtschalter praktisch weggezaubert. Ihr habt es selber gesehen. War schon ziemlich kurios. So. Mal schauen, ob wir noch irgendwo ein rotes Signal zu erwarten haben, weil wir natürlich ja, den Fernverkehr durchlassen müssen, weil der natürlich Priorität hat. Das ist als Güterzug natürlich normal. Von daher wäre das gar nicht so unüblich, wenn wir irgendwo noch zu Stillstand kommen würden, aufgrund eines roten Signals. Der Fernverkehrszug, der hat uns natürlich in 0, nichts eingeholt. Wir haben hier Geschwindigkeiten von über 200, die hier fahren. Da kommen wir mit unseren 100 km/h natürlich nicht hinterher, ist klar. Aber noch scheint sich nichts anzubahnen, also weder von hinten noch von vorne. Fahren wir mit unserer Hectorail Lok weiter gen Augsburg. Nach wie vor ohne besondere Vorkommnisse, ohne irgendwelchen dramatischen Wetterwechsel. Ist nicht mehr ganz so sonnig, aber ich glaube, das kann man verkraften. Was sollte jetzt hier um die Mittagszeit relativ ruhig bleiben, vom Wetter her, denke ich mal. Vom Verkehr weiß ich nicht. Wird sich zeigen.
Ihr habt ja am Anfang des Szenarios gesehen, wie ich die Zugsicherungssysteme eingeschaltet habe. Das ist die einfachste Methode. Shift, Numpad, Enter, PZB bzw. auch LZB, Steuerung, Numpad, Enter. Dann habt ihr die beiden Sicherungssysteme eingeschaltet. Da braucht ihr nicht unbedingt durch die ganze Lok laufen und die Schalter suchen, die dafür genutzt werden. Also ich finde, das ist eine ganz vernünftige Lösung, das so einzuschalten auf der Tastatur oder mit Hilfe der Tastatur. Aber wer das natürlich auf die herkömmliche Art machen möchte, kann das natürlich weiterhin tun, ist ja kein Problem. Schön, wie wir uns hier in die Kurve legen. Einfach traumhaft. Wunderschön. Da hinten sehen wir, wie sich die letzten Waggons wieder gerade ziehen, aus der Kurve fahren. So, und rechts können sie uns der Fernverkehr überholen. Also rechts fährt der Fernverkehr, hier links neben uns kommt der Nahverkehr bzw. auch Güterverkehr entgegen. Und rechts fahren in und zurück der Fernverkehr. Also das ist, finde ich, eine ganz elegante Lösung auf diesem Teilstück. Da kommen sich Nah- und Fernverkehr nicht ins Gehege. Niemand muss dem anderen Platz machen und ja, der Fernverkehr kommt gut voran und der Nahverkehr wird auch nicht gestört. Eine sehr, sehr gescheite Lösung, muss ich wirklich sagen. Kommt da was? Nee. Sah so aus. So, die letzten 20 Kilometer brechen an. Ich denke mal, es wird sich so um Viertel 20 nach 1 rumdrehen, wann wir da sind. Würde ich jetzt einfach mal so tippen. Wenn nichts noch irgendwas Unvorhergesehenes dazwischen kommt, das weiß man natürlich auch nicht. Höre ich doch was? Oder ist das unsere Luft, unsere Lüftung? Ja. Dann ist es unsere Lok, die sich hier ein bisschen bemerkbar macht. Ich dachte, da kommt was von hinten. So, dann haben wir es auch jeden Moment 13 Uhr. Um 12:30 Uhr sind wir abgefahren. Eine halbe Stunde haben wir schon hinter uns. Wahnsinn. So schnell geht das.
weiß noch früher, wo es TSW 2 noch zu spielen gab, beziehungsweise TSW 3 noch gar nicht gab. Da gab es ja auch die Entfernung so 16 Kilometer, 15 Kilometer, 18 Kilometer. Und da fand ich das schon viel. Da dachte ich, boah, so viel Kilometer, ey, so lange zu fahren. Und heute, wenn man sich heute die Entfernung anschaut, zum Beispiel auf der Strecke Kassel-Würzburg, 86 Kilometer, eine Strecke, nur von Kassel nach Fulda und dann von Fulda bis Würzburg nochmal dasselbe. Also da sind ja 15 oder 18 Kilometer überhaupt keine Entfernung mehr. Wenn man sich das so mal überlegt, also Wahnsinn, was sich da getan hat, auch in Sachen Entfernung. Also wenn man sich das so mal überlegt, wenn man jetzt zum Beispiel die Strecke München-Berlin bauen würde, hier in dem Spiel, für ein Let's Play ziemlich unattraktiv. Da bräuchte man wohl ein paar Teile. Also ein paar Videoteile, um das zu spielen, die ganze Strecke, weil das wird sonst zu lang werden. Wobei mich das echt mal reizen würde, so von München nach Berlin rauf und wieder runter. Also wäre schon nice, wenn das auch mal kommen würde. Ich glaube, da bin ich nicht allein mit der Meinung. So, so langsam, ganz langsam nähern wir uns. 15 noch. So, schon lange nichts mehr an Rollmaterial entgegengekommen. Aber ich glaube, da vorne tut sich was. Das sieht nach einer S-Bahn aus. Na, quitschi. Oder? Nee, das so. Na, sehr schön. Die sah aber so aus, als ob die in unsere Richtung fährt. Der 146. Nee, doch nicht. Da waren die Schlusslichter an der 146. Die wird, ja, macht ja auch Sinn. Sonst wird, ja klar, du musst ja irgendein Gleis haben, ein Gleis haben zum Zurückfahren. Klar, logisch, macht Sinn. Alle anderen Gleise sind ja für den Fernverkehr vorbehalten. So, wenn wir dann gleich erst die 10 Kilometer, beziehungsweise unter 10 Kilometer sind, dann geht es naturgemäß schnell. Mit der Zeit, bis wir da sind. Dann rattert es nur so. Es scheint dann doch trocken zu bleiben und ein sehr stabiles, einigermaßen sonniges, leicht bewölktes Wetter. Ich hatte jetzt, wo es so diesig wurde, doch damit gerechnet, dass es irgendwie sich dermaßen bezieht, dass wir hier noch mit Regen und Sturm und so weiter zu kämpfen haben, aber dies scheint nicht der Fall zu sein. Also scheinen wir doch Glück zu haben mit dem Wetter. Ist ja auch mal schön. So, da sind die magischen 10 Kilometer. Und zack, jetzt geht's ruckzuck. So, da vorne scheint wieder was entgegenzukommen. Oder sieht das nur so aus? Lass uns mal überraschen.
Nee, da ist was. Oder nee, das sind die Bahnen, die Unterstellhäuschen hier von dem offenen Bahnsteig. Nun denn, dann ist das so. So, 8 Kilometer noch, gleich nur noch 150. Ja, ich glaube, das sollten wir schaffen. Und dann haben wir es dann auch gleich schon bald geschafft, unseren Containerzug nach Augsburg zu bringen. Wenn wir mit Sicherheit gleich irgendwo auf dem Nebengleis anhalten, da unseren Zug abstellen. Fahrbericht steht da allerdings nichts von drin. Da steht nur, wir sollen an einem Ort anhalten. Wie angezeigt, das wird wahrscheinlich noch nicht mal Augsburg selber sein, sondern irgendwo in der Nähe von Augsburg. Wir sollen ja nur in Richtung Augsburg fahren. Wo wir dann genau anhalten, ist dann wieder eine ganz andere Sache. Auf 150 folgt 130. Da sind wir jenseits von entfernt, beziehungsweise sind wir weit von entfernt. Gleich 100, das würden wir auch schaffen. Das heißt, wir brauchen noch nicht aktiv zu werden in den nächsten 4 Kilometer. Schön hier auch die Brücke. Bin echt gespannt, wo wir stehen bleiben. Oder stehen bleiben sollen, sagen wir mal so.
So, dann kommt gleich die Beschränkung 100 und danach bin ich dann gespannt, was wir dann abbremsen sollen. So, 40. Ach, das war zu viel, verdammt. Das war zu viel. Ein wenig zu viel gebremst oder zu heftig. Und steht man. Nun ja, das kann im besten passieren. Zugbeeinflussung. So, 45. Zugbeeinflussung. Dann fahren wir ganz aufs Außengleis. Zugbeeinflussung. Sifa. Ja, um Gottes Willen. So, dann fahren wir hier auf unser Abstellgleis. Stellen dort dann unseren Zug ab. Das Ganze in der Nähe von Augsburg.
So, da hinten ist unser Zielpunkt, ihr seht's. Zugbeeinflussung. Wunderschön, wunderschön. So, Sifa. Können wir die Leistung eigentlich auch schon wegnehmen? Wieder zu feste gebremst. Es ist. Ja, das Bremsen mit dieser Lok ist wirklich noch so ein Fall für sich. Aber ja, man lernt dazu. Zumindest ist keine Zwangsbremsung. Das ist ja auch schon mal was wert. So, da wurden wir unsanft aus dem Sitz entfernt. Ihr habt es gesehen. Da war jemand, hat es jemand eilig gehabt. So, wir haben Gold erhalten. Ja, das ist eine sehr schöne Sache. Benötigte Zeit 47 Minuten 40 für 57,5 Kilometer. Das kann man so stehen lassen. So, das war's mit dem Spiel, beziehungsweise mit dem Szenario und mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal, euer der Danny Spieters. Haut rein, ciao, servus und tschüss.